der Tag, als unser Traum begann. Ich denke dran, ich danke ihm mein Leben. Doch du, mein Freund, denkst du daran? Sofort, Herr Graf. Also, meine Herren, mein Schlusspunkt oder die schamose Frühstück? Also zum Wohle, meine Lieben. Wohle, 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 meine Herren. Danke, lieber Bruder. Erlaube halt an. Was ist denn noch? Das kommt ja gar nicht in Frage aus. Oder willst du vielleicht die Rede halten, weil du die ganze Zeit nichts gesagt hast? Nein, nein, lass mich mal machen. Du kannst dich ja das nächste Mal revanchieren mit einer Extra-Tour durch das sündige Bern. Darin sind Sie doch Spezialist, Graf Halder. Bring mich doch nicht in Verruf bei einem sittenstrengen Herrn Neffen. Aber wieso denn? Ihr Onkel fürchtet für seinen guten Ruf. Oh, bei mir? Ach, Unsinn. Wir beide vertragen uns ausgezeichnet, was? Ah, oh, natürlich. Wenn du auch mehr für die hohen Regionen der Kunst und Wissenschaft schwärmst, während dein oller Onkel mehr fürs Parterre ist, beim Ballett, was? Hat auch seine Reise. Na und ob. Also, meine Herren, was fangen wir mit dem angebrochenen Abend denn nun wirklich an? Auf so viel Männergespräche gehört unbedingt eine Dose charmanter Weiblichkeit. Wie wär's, wenn wir Wanda und Pauline mit einem Picknick überfielen? Psst, nicht übel, deine auch. Rühr! Sie kommen doch mit, Rexy. Ich verzichte gern zugunsten Ihres Neffen. Danke, danke. Nee, 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 zu dritt müssen wir schon sein, sonst wird die Sache zu privat. Aber ich kenne doch die Damen gar nicht. Dann spring doch mal über deinen Schatten, mein Junge. Na schön, knobeln wir. Also, Grüger, lass uns mal einen Korb mit Sekunden zurecht. Eins, zwei, drei. Schlecht, machen wir. Eins, zwei, drei. Gut, Schere, Sie sind der Glückliche. Na, wie man es nimmt. Aber Erwin, sei doch kein Sauertopf. Ein paar Damen vom Theater. Ganz harmlose Sache, nett und danke. So recht, Herr Graf? Ein paar Flaschen Veuve Clicquot. Ist mehr Damengeschmack. Und das lassen Sie bitte mit abgeben. Sehr wohl. Und wohin befehlen, Herr Graf? Aber Krüger, wechsle ich denn meine Passionen wie mein Hemd? Verzeihung. Ich mach schon auf. Dankeschön. Du, Wanda, wenn's für mich ist, ich bin nicht da. Ja, ja. Du meine Güte, das hat uns gerade noch gefehlt. Du, Pauline, was sagst du von deinem Grafen mit dem Riesenkorb von Hiller? Ausgerechnet heute. Schick doch die Sachen wieder zurück. Du musst doch nicht immer tanzen, wenn er feiert. Ach, weiß, ich will ihn ja auch nicht kränken. Er meint's ja gut und kommt selten genug. Kommt Besuch? Massenhaft. Er bringt doch noch die ganze Verwandtschaft. Gib dem Mann von Hiller ein 50er. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Lass mal sein, Stine. Komm, hilf mir ein bisschen beim Anziehen. Ja. Und dann gehst du gleich nach Hause. Mhm. Das war lieb von dir, dass du gekommen bist, Reinemacher. Tue ich doch gerne. Ja. Muss das alles so sein, Pauline? Sag mal, Stine, warum fragst du? Weißt du nicht mehr, wie Mutter gesagt hat, damals, als ich zum Theater ging? Die Pauline hat sie gesagt. Die kann machen, was sie will, die hält sich. Die hat Charakter, ja. Kuchen, solange ich gesund war und noch spielen konnte. Aber es gibt doch noch andere Arbeit. Ach, du liebes Bisschen, bitte rede doch nicht so klug. Glaubst du nicht, ich möchte mir auch am liebsten die Ärmel hochkrempeln und dann los? Aber so... Bitte, wem es nicht passt, der muss auch nicht mit mir umgehen. Pauline, so war es doch nicht gemeint. Naja. Naja, Stinchen, ist ja auch gut. So, dank dir schön, mein Kind. So, geh nach Hause, ja? Geh gleich nach Hause, hörst du? Hm, was feinst du vom Feinen? Guck mal, Stine, Pralinen noch und noch. Spendabel, der Herr, das muss man sagen. Was denn? Du gehst?
Ja, sicher. Ausgeschlossen. Es kommen noch drei Herren. Dann fehlt doch eine Dame. Ich mache mir gar nichts aus solchen Abenden. Du bist ja wohl zu fein dazu. Hm? Meine Schwester will es ja gar nicht. So? Pauline! Aber... Lass doch Stine hier, sie kann noch ein bisschen helfen. Wir werden sonst überhaupt nicht fertig. Meinetwegen, wenn sie Lust hat. Na also. Du siehst doch, wie kaputt sie ist. Bleib wenigstens übers Abendessen, hm? Sehr rührend, wie du für die Tugend schwärmst. Was heißt denn hier Tugend? Ich bin eben für Ordnung. Wenn ich mir selbst auch meine kleine Übertretung gestatte. Es lebe die kleine Übertretung. Bravo, Hausfeld. Lebe die kleine Übertretung. Was ist denn? Was soll es denn? Nicht doch, bitte, Herr Graf, ja? Nicht übermütig werden, das liebe ich. Nee, das liebe ich nicht. Was soll denn auch der junge Herr Graf von mir denken? Aber immer nur das Beste. Sehen Sie, und das Gute wäre mir lieber. Sind Sie auch vom Lande, mein Herr? Teils, teils. Er treibt seltsame Blüten am knorrigen Stamme der Haldern. Liebhaberei für Kunst. Ich schwärme für die Kunst. Die subtilste Frucht der Liebe. Oh, wie geistreich. Überanstrengen Sie sich nicht, Baron. Kann ich mal Ihre Hand sehen? Interessiert mich. Bitte. Ja? Hm. Ist doch Unsinn, Paul. Na, wenn schon, was ist denn kein Unsinn? Ah, oh, also viel gearbeitet haben Sie mit den Händen aber noch nicht. Das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Der erste Haldern, der nicht mit der Waffe, sondern mit der Feder kämpft. Hauptsache, man weiß, wofür man kämpft. Sie wären uralt. Sie wären ja unverschämt alt. Sie überleben uns alle. Heiraten werden Sie auch eine junge, sehr schöne Frau. Aber die muss vorsichtig sein. Oh, die muss verflucht vorsichtig sein. Da ist nämlich noch eine andere dazwischen. Sie haben sie überhaupt faustdick hinter den Ohren. Oh, oh, oh. Nein, bitte, nein, das ist nicht zum Lachen. Das kann für die andere sehr traurig sein. Guck mal weiter. Wollte Zauberin, jetzt kommt nicht dran. Oh. Hausfeld, gib mal deine Patschhand hier. Komm. Nee, ich bin nicht neugierig. Na, sehr richtig. So was Albernes. Was soll ich euch denn aus der Hand lesen? Ihr seid doch fertig mit dem Leben. No. Wollen Sie nicht auch, wo Ihre Frau Schwester doch so schöne Dinge prophezeit? Ach, es kommt doch alles so, wie es kommen muss. Olivier, sieh doch mal bei dir nach. Ach, über mich weiß ich Bescheid. Mir braucht ich nichts aus der Hand zu lesen. Dankeschön. Prost. Prost. So, und jetzt sing noch eins. Mit deinen netten Rechten. Auch noch. Moment mal. Na, gib mal dein Glas her, mein Junge. Wir haben gar nichts mit dem Theater zu tun, Frau Stine. Wie? Nein, ich mache künstliche Blumen. Sag mir nicht gut. Wie? Das geht vorbei. Schick sie doch nach Hause. Ist doch sowieso schon spät. Ach, weißt du, ich möchte ihn nicht kränken. Dann habe ich es nachher noch schwerer. Außerdem, was willst du denn? Ist doch sehr lustig, nicht? Es ist doch auch so egal, womit man sich die Zeit vertreibt. Du bringst dich noch ganz auf den Hund. Tja, na wenn schon. Sieh mal, er ist doch eigentlich sehr gut zu mir. Und was wäre ich denn ohne ihn? Tja, es gibt eben auch solche Pflichten. Immer wie alte Jungfer, alles tadellos in Schuferaugen, die wie Kohle branden und noch keine Träne kann. Wangen zarter als Emaille, runde Schultern, schlanke Taille und die Hüften nicht viel breiter und so weiter und so weiter. Ach, beim Veilchen pflücken traf er mich mit heißen Blicken, er, der gleich mein Schicksal war. Ja, und er hieß Waldemar. Ach, Waldemar, was hängst du jetzt von mir? War ich nicht lieb, vielleicht zu lieb zu dir? Bin ich nicht doch vielleicht zu weit gegangen, als mich dein Arm voll Zärtlichkeit umfangen? Ach, Waldemar, ich war dir gar zu gut, und darum tat ich, was die Liebe tut, die nur ans Heute, nicht an Morgen denkt.
sich verschenkt. Damals. Später, nach so vielen Jahren, klug geworden und erfahren, immer noch in voller Blüte, alles klasse, erster Güte, und für Leute, die es wissen, ein erlesener Leckerbissen, Gruß und Blick und ganz verschwiegen, kam ihr einer noch gestiegen. Schönes Fräulein, darf ich's wagen, und ich konnte ihm nichts versagen, ach, weil ich so einsam war. Und er hieß doch Waldemar. Oh, Waldemar, was denkst du jetzt von mir? Zwar war ich lieb, sogar sehr lieb zu dir. Vielleicht bin ich nicht weit genug gegangen, leider, als mich dein Arm voll Zärtlichkeit umfangen. Vielleicht hätte ich's noch besser machen müssen, noch viel mehr lieben und noch heißer küssen. Denn keine Stunde solcher Seligkeit kommt je zurück, das weiß ich leider heut. Leider. Bravo, Paulinchen, bravo. 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 Ja, bravo. Sie wollen schon gehen? Ja, es ist schon spät. Bald morgen. Aber das macht doch gar nichts. Ich bin überhaupt nur durch Zufall hier. Ganz unprogrammmäßig. Man wird sie vermissen. Ach, meine Schwester weiß Bescheid und die anderen merken es gar nicht. Ich schon. Darf ich sie wenigstens begleiten? Ist doch wirklich nicht nötig. Ihr Onkel fasst es vielleicht falsch auf. Ach, was? Hören Sie? Drin geht die Stimmung jetzt so hoch. Schauen Sie mal. Auch für mich war dieser Abend ganz unprogrammmäßig. Darüber? Hm? Liebchen. Der Gedien Saale, der geht auf Freiersfüßen. Warum soll er denn nicht? Ist ja alt genug. Na, die nimmt ihn doch nicht. Das kann man doch spüren. Na, worauf wartet sie denn? Was Besseres kommt selten nach. Psst. Holstine? Guten Morgen, Herr Franke. Guten Morgen. Kann ich mal zu Ihnen raufkommen? Ich hab was für Sie. Bitte schön. Na, was habe ich gesagt? Recht hat er. Die Stine ist auch ein patentes Mädel. Ja. Und wenn ich sie eben gönne, dann ist er's. Mhm. Entschuldigen Sie, Mann, wenn ich Sie bei der Arbeit störe, Frau Stine. Aber sie ist jetzt gerade erst aufgeblüht. Das schönste Exemplar von meiner neuen Sorte. Und das bringen Sie mir? Oh, ich weiß doch, es macht Ihnen Freude. Dankeschön. Und Sie haben ja auch Verständnis für. Die kriegt aber einen Ehrenplatz. Ja, aber nicht in die pralle Sonne und nicht zu viel Wasser. Das hat sie nicht gern. Aber wenn Sie erlauben, da gucke ich mal gelegentlich nach ihr. Aber ja, wann Sie wollen. Haben Sie es eigentlich immer noch nicht satt? Ich meine, die künstlichen Blumen mitten zwischen so viel echte... Das ist doch mein Beruf, Herr Franke. Jeder muss machen, was er gelernt hat. Ja, das schon. Und Sie haben ja auch ein großes Geschick dafür. Aber für die Gärtnerei, meine ich, müssten Sie auch Geschick haben. Ich kann mir nicht helfen. Das ist doch was Lebendiges. Die Hauptsache ist, Herr Franke, was man tut, muss man mit Liebe tun. Ja, eben. Ja, dann will ich mal nicht länger stören.
Übrigens, was ich noch sagen wollte, bloß damit Sie es nicht erst von den anderen hören, ab nächsten Quartal übernehme ich den Betrieb hier auf eigene Rechnung. Was? Sie haben die Gärtnerei gekauft? Ja. Ja, ich hatte hier ganz schönes Stück Geld gespart und der Herr Dörr ist mir ja auch sehr entgegengekommen. Da gratuliere ich Ihnen aber von ganzem Herzen, Franke. Wirklich? Ja. Ist doch was ganz anderes, wenn man selbstständig ist. Man kann dann auch für die Zukunft, nicht wahr, ist ihm alles viel einfacher. Ja. Sonst bleibt selbstverständlich alles beim Alten hier im Haus. Die Dörrs bleiben und helfen noch ein bisschen mit und Frau Nimptsch und der Kleine, die behalten ja auch ihre Bleibe. Und was Sie betrifft, Frau Stine, naja, das wissen Sie ja, dass ich mich glücklich schätze, wenn Sie unter meinem Dach, ich meine, wirklich sehr glücklich. Es ist lieb, dass Sie mir das sagen, Herr Franke. Ich bleibe sehr gerne wohnen. Also, weiter auf gute Freundschaft und nochmals vielen Dank für die schöne Blume. Ja, danke schön. Das Valentinsche Wagen ist vorgefahren. Ach ja, ganz richtig. Die Blumen, Herr Graf. Sie? Also ja, danke, danke. Sehr schön. Ein Meister. Großartig. Sprechend ähnlich, finde ich. Ja, ja. Generalin, wie sie leibt und lebt. Ja, großartig. Wollte nicht besser getroffen werden. Sehr. Wann hat der Meister das Bild gemalt, nicht gebraucht? Im letzten Winter, Baron. Ihre Exzellenz hat die Bestimmung getroffen, dass es gemeinsamer Besitz des Hauses Celentin bleiben. Ach. Und vom jeweiligen Senior der Familie verwacht werden soll. Ah, ja. Zurzeit hat also mein Mann die Ehre. Ja. Oh, Graf Haldern. Bitte vielmals meine Verspätung zu entschuldigen. Nee, Frau? Danke, wie reizend. Sie kommen im richtigen Augenblick. Sie sind doch Fachmann. Was sagen Sie dazu? Ach, es sieht wirklich so aus, als ob sie jeden Augenblick den Mund öffnen könnte zu einer ihrer lapidaren Weisheiten. Na, dann dreht euch alle mal um und sagt im Original guten Tag. Guten Tag, Tante. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber ganz aus Versehen. Wenn sich Käthe meiner nicht angenommen hätte, stände ich noch immer verlassen wie ein Waisenkind an der Treppe. Du hast kein erstklassiges Personal, Marianne. Entschuldige, Tante, wir haben dein Bild bewundert. Was? Hat Zeit, bis ich gestorben bin. Unverwüstlich, die Alte. Diese Lebendigkeit. Gemalt ist sie mir lieber. Verehrte Exzellenz. Haldern! Alter, schwerer Nöter. Mit Ihnen muss ich ein Wörtchen unter vier Augen sprechen. Wo kann ich mich setzen? Komm, Tante, ich führe dich. Nee, nee, nee. Marsch zum jungen Volk, wo du hingehörst. Alte Leute bleiben besser unter sich. Ihr Name, Baron? Viel Spaß. Sie können gleich mitkommen, Graf. Da Exzellenz Sie kategorisch in unsere Reihen detachiert, darf ich mir gestatten, Gnädigste? Tut mir leid, Herr von Rexin. Ich habe mich bereits einem anderen Kommando unterstellt. Ach. Na, so schweigsam, Baron? Mein Klatsch? Keine Neuigkeit? Bedauere, Exzellenz. Das heißt ja, der jüngste Versinitz will sich allen Ernstes mit der Duparé verloben. Was? Mit der Balletteuse? Vom Königstädter Theater. Oh, eine Balletteuse, comme il faut. Ja, aber die ganze Welt ist außer sich. Warum? Das wäre der erste vernünftige Schritt, den das Haus Versenitz seit 500 Jahren tut. Aber Exzellenz. Na, nun, Sie sind doch sonst nicht gegen das Ballett. Aber in der Familie, Exzellenz. In der Familie. Familie. Wenn das alte Blut nicht aufgefrischt wird, kann sich die ganze Sippe begraben lassen. Und zur Auffrischung gibt es nur zwei legitime Mittel. Illegitimitäten oder Mésalliancen. Da mich mein Alter zur Sittenstrenge verpflichtet, bin ich für Mésalliancen.
Ich kenne die Duparé. Diese Balletteuse bringt die ganze Sippe wieder auf die Beine. Bleiben Sie den Sommer über in Berlin? Sicherlich, bis zum Semesterschluss. Wir gehen wieder nach Schlangenbad. Ich werde mich in den Ferien um meine Mutter und Birkenwalde kümmern müssen. Die alte Dame fürchtet, dass ich über meiner Kunstgeschichte unsere Rübenäcker ganz vergesse. Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas. Das wird Sie sicher interessieren. Ich habe es mir vorgestern bei Nikolai gekauft. Mein ganzes Taschengeld ist draufgegangen. Sie dürfen sich beurlauben, Baron. Ich habe mit dem Grafen noch ein Wort Deutsch zu reden. Um es kurz zu machen, mein Lieber. Was denkt sich Ihr Neffe eigentlich bei seinem Verhalten Käthe gegenüber? Sie wird jetzt 24, hat den Ton der großen Welt und verfügt über ein Vermögen, dessen Zinsen hinter dem Kapitalsbetrag der hallischen Heide nicht erheblich zurückbleiben. Solch eine junge Dame lässt man überhaupt nicht warten. Und am wenigsten mit dieser Seelenruhe und Beharrlichkeit. Wissen Sie, dass es sehr kostbare Blätter sind? Ja, ich verstehe nicht viel davon. Aber seit Sie mir einmal erklärt haben, wie man Grafik ansehen muss, da versuche ich, die Liniensprache zu lesen, als seien es gezeichnete Gedichte. So sagten Sie damals. Das haben Sie behalten? Ja. Es ist jedenfalls unterhaltsamer als öde Romane. Niemand wünscht ja diese Heirat sehnlicher als ich, Exzellenz. Die beiden passen ja auch ausgezeichnet zusammen. Außerdem ist es ja ein offenes Geheimnis, dass die Verhältnisse auf der Klitsche meiner Schwägerin schleunigst geklärt werden müssen. Ich kann ja auch nicht in alle Ewigkeit einspringen für die anwachsenden Schulden. Andererseits möchte ich meinem Neffen nicht gerne die Frist für seine Studien kürzen, an denen doch nun mal sein Herz hängt. Ach was, er soll endlich mal Farbe bekennen. Dann kann er seine Bücher wälzen, solange er will. Das machen Sie ihm mal gefälligst klar. Erwin? Ja? Du willst doch nicht etwa schon gehen. Ich habe noch eine Verabredung vor dem Abendessen. Findest du nicht, dass du dich in letzter Zeit ein bisschen gar zu rar machst bei den Sellentins und deine akademische Freiheit in allen Ehren? Aber es wäre nicht gut, wenn man sich daran gewöhnte, in dir den Außenseiter zu sehen. Keine Bange, lieber Onkel. Ich finde nur, so ein Frühlingsabend ist viel zu schön, um ihn mit Handküssen und Verbeugungen hinzubringen. Die Akazien blühen. Dafür schenke ich dir die Odeurs von ganz Paris. Dann sag ihm doch, es ist noch nicht da. Er fragt, ob er nicht vielleicht warten darf. Na, also dann führen rauf in ihre Stube und dann ist gut. Ganz was Feines, wa? Seit wann macht die den Herrn Bekanntschaft in die Stine? Doch dazu so ein? Passen Sie auf, die kommt auch noch auf ihre Schwester, ihre Tour. Na, das will ich nicht gehört haben, Nienchen. Verstehen Sie? Nun. Sie ist Besuch da.
Besuch für mich? Ja. Ach, Sie, Graf Haldern. Guten Abend, Frau Stine. Sie haben mir erlaubt, Sie wiederzusehen. Ich habe mir also die Freiheit genommen. Ich glaube, Sie irren sich, Herr Graf. Bitte verwechseln Sie mich nicht mit meiner Schwester. Ich will damit nichts gegen Pauline sagen. Sie lebt so, wie sie kann und muss. Aber wenn Sie mich auch bei ihr kennengelernt haben, so heißt das nicht... Ich glaube, jetzt verkennen Sie mich, Frau Stine. Ich möchte die Bekanntschaft mit einer jungen Dame fortsetzen, die mir die Erlaubnis dazu gegeben hat. Nicht Zweifel. Entschuldigen Sie. Ich bin vielleicht in diesem Punkt etwas empfindlich. Wenn die Leute über Pauline herziehen, dann sagt sie, da ist nichts zu machen. Wer sich in den Rauch hängt, wird schwarz. Sie ist nämlich sehr ehrlich, meine Schwester, und weiß genau über sich Bescheid. Aber ich will mich nicht in den Rauch hängen. Ich will nicht. Danke Ihnen für Ihre Offenheit. Sie sind genauso, wie ich gehofft hatte. Guten Tag. Mein Onkel, so sehr ich ihn schätze, ist in unserem Fall auch keine besondere Empfehlung für mich. Obwohl ich ihm sehr dankbar bin, dass er unsere Bekanntschaft vermittelt hat. Man muss sich auch nicht zu viel um die anderen kümmern. Genau das ist meine Meinung auch. Es ist Ihnen doch hoffentlich nicht unangenehm, dass ich Sie hier aufgesucht habe. Aber nein, ich bin ja mein freier Herr. Sie wohnen wunderschön. Ja, im Sommer. Im Winter zieht's mächtig. Aber die Dörr sind sehr nette Leute und wirklich sehr gut zu mir. Nimmst! Frau Nims! Nun lassen Sie doch das Gehorchen, Nims. Da können Sie Ohren machen, so lange wie Sie wollen. Sie werden nichts Interessantes hören. Vater! Das Essen ist fertig. Feierabend, Franke. Ess mal immer, ich komme gleich. Alles Übung. Das wird nie langweilig. Ist doch meine Arbeit, davon lebe ich ja. Außerdem, die Finger machen es beinahe allein. Man kann sich so viel ausdenken dabei. Was denn zum Beispiel? Dummheiten. Die Finken und die Amseln draußen, die machen die Musik dazu. Mhm. Mit denen unterhalte ich mich manchmal. Was? Mit den Finken? Wenn ich allein bin, kommen sie bis an meinen Tisch. Wenn ich glücklich bin, sage ich es Ihnen. Wenn ich traurig bin, auch. Kommt das vor? Och ja. Aber nicht oft. Wenn ich einmal wiederkommen darf, dann bringe ich den Finken Körner mit, damit sie ihm zureden, mir ein bisschen gut zu sein. Dazu braucht mir keiner zuzureden. Das bin ich oder ich bin es nicht. Oh. Ja, aber ich glaube, jetzt ist es Zeit für mich. Zum Abendbrot. Darf ich Sie mit meinen Hausgenossen bekannt machen? Aber gerne. Das ist Herr und Frau Dörr. Frau Nimsch. Namen. Und das ist Fritz, der Enkel von Frau Nimsch. Namen. Und das ist Graf Haldern. Aber er ist gar nicht so. Ja, Frau Stine hat mir schon erzählt, wie... gut es ihr bei Ihnen gefällt. Ja, ja, wir vertrauen uns sehr gut, nicht, Stine? Ja, ich will nicht länger stören. Guten Abend. Guten Abend. Na, nun ist! Doch, das ist alles wichtig. Zum Beispiel, dass Sie gerade hier wohnen und nicht woanders. Diese Ruhe und klare Einfachheit, das stimmt alles so zu Ihrem Wesen. Ach. Horch. Zwei. Drei. Vier. Pauline würde jetzt fragen, wie viele Jahre sie noch zu leben hätte. Soll ich ihn fragen, wie oft ich Sie wiedersehen werde? Lieber nicht. Hören Sie? Er schweigt schon. Aber ich darf Sie doch wiedersehen, nicht? Oder abholen zu einem kleinen Spaziergang. Abschiede müssen kurz sein. Wie Liebeserklärungen. Wiedersehen? Wiederschauen.
Herr Graf, dass ich mich verabschiede und ein recht frohes Fest wünsche. Fahren Sie mit Gott, Franzen. Vernehmen Sie recht schöne Feiertage mit Ihren Leuten. Danke. Pünktlich am 2.6. Uhr abends bin ich wieder zurück. Schon recht. Alles Gute, Franz. Danke. So, jetzt aber schnell. So, den hätten wir auch. Ah, ja. Ich störe hoffentlich nicht? Nein, nein, nicht im geringsten. Bitte schön. Oh. Es war mir klar, dass mein Besuch am Heiligen Abend Sie frappieren würde. Aber andererseits war ich sicher, dass ich Sie zu Hause antreffe, da Sie ja diesmal die Feiertage nicht bei Ihrer Frau Mutter in Birkenwalde verleben. Bitte treten Sie doch näher, Baron. Oh, Sie erwarten Besuch? Ja. Das heißt, ein Bekannter, der zufällige. Ach, wie unangenehm, dass ich Ihnen sozusagen in die Suppe falle. Ja, das macht doch gar nichts, Baron. Aber ich beeile mich. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Schön. Ja. Mein lieber junger Freund, ich habe da eine etwas heikle Mission übernommen, wäre zu viel gesagt. Verzeihung, das... Ja. Ja, was ist... Weil, ach, lassen Sie sehen, dass er ein Süden dabei reißen ist. Ne? Tja, nehmt ja. Ich bin ganz Ohr, Baron. Ja, also, lieber Erwin, dieser Racker lässt mich nicht zu Wort kommen. Ne? Entschuldigen Sie tausendmal. Nein, sowas Nettes, das ist ja entzückend. Wirklich entzückend. Sagen Sie, wo bekommt man denn sowas? Ja. Ja. Also, um gleich in medias res zu gehen, lieber Erwin, Ihr Onkel war gestern bei mir in einer geradezu verzweifelten Stimmung. Ich habe ihn selten so humorlos gesehen, aber ich bin überzeugt, er übertreibt. Sie kennen ihn ja, cholerisch bis zur Hypochondrie, besonders wenn er seiner selbst nicht ganz sicher ist. Ja, es sind, kurz gesagt, zwei Dinge, die ihn beunruhigen. Erstens fürchtet er ernsthaft, dass das Celentinsche Arrangement Sie betreffend endgültig in die Brüche gehen könnte. Aber das ist doch Unsinn. Ich stehe mit Käthe ausgezeichnet. Was sich daraus entwickelt, wird sich zeigen, wenn die Dinge reif sind. Aber ich lasse mich doch nicht in eine Ehe hineinkommandieren, wie... Es ist eben noch nicht so weit. Ja. Das Schlimmere ist, dass er sich gerade an diesem noch nicht so weit ein wenig selber die Schuld gibt. Wieso? Sie erinnern sich doch an unsere kleine Eskapade im Frühjahr nach dem Herrenfrühstück bei Hiller. Ach, Waldemar, da-da-da-da-da-da. Das ist ja unbezahlbar, ne? Ja. Ja, die Haare könnte ich mir raufen, sagte, dass ich den Jungen damals mitgenommen habe. Niemals hätte er sonst Paulinens entzückende Schwester kennengelernt. Das wäre allerdings möglich.
Sehen Sie? Und bei dem Gedanken, dass er seiner Schwägerin, ihrer verehrten Frau Mutter, darüber einmal Rechenschaft legen müsste, mit allem drum und dran, gesetzt im Fall, es würde, verstehen Sie recht, das ist nur eine Hypothese, es würde wirklich nichts aus der Selentinschen Heirat, dass ihm dabei etwas unbehaglich zumut ist. Das kann man ja verstehen, nicht? Er braucht sich meinetwegen wirklich keine grauen Haare wachsen zu lassen, der gute Onkel Richard. Es ist wohl auch hauptsächlich Ihre gewisse Undurchsichtigkeit in dieser Sache, lieber Erwin. Sie werden weder Ihren Onkel noch mich im Verdacht haben, prüde zu sein. Niemand verübelt Ihnen einen kleinen Ausflug in die hübschen Seitentäler des Lebens, wo die Reste des Paradieses ihre verschwiegene Heimstätte haben. Ja? Ja? Dass man zur großen Straße zurückfindet, dass man die Richtung nicht verliert, das ist die Hauptsache. Ihr Onkel wird vollständig beruhigt sein, wenn Sie gelegentlich klarstellen, welchen wirklichen Rang Sie diesem charmanten Abenteuer geben. Ich verstehe. Was keinen Rang hat, ist also gefährlich. Lieber Baron Hausfeld, bitte sagen Sie meinem Onkel, dass ich ihn feierlich von der Verantwortung entlaste, mich so ganz aus Versehen auf die hübschen Seitentäler des Lebens, wie Sie es nannten, hingewiesen zu haben. Über die Richtung, in der ich zu marschieren gedenke, kenne ich mich auch ganz gut aus. Was die Rangordnung betrifft, so soll er sie doch um Himmels Willen nicht mit der Weltordnung verwechseln. Was wahr und natürlich ist, findet den gebührenden Platz. Ich freue mich sehr, Graf Haldern, dass Sie meine freundschaftliche Interpellation so harmlos und leicht nehmen, wie sie gemeint war. Ein recht schönes Fest, lieber Baron. Ihnen brauche ich das ja gar nicht zu wünschen. Nein. Stine! Entschuldige, aber die Flurtür stand offen. Ich habe hören müssen. Traurig? Aber ich fühle sie. Was? Die Schatten über uns. Komm. Was ist denn das? Ach. Drück mal auf den schwarzen Knopf. Ist das reizend. Ach, ist das aber süß, Erwin. Für deinen Arbeitstisch, damit du auch im Winter deine gewohnte Gesellschaft hast. Das ist aber lieb von dir. Und hier. Es stammt von meiner Mutter. Sie hat es mir mitgegeben, als ich auf die Universität ging. Als eine Art Talisman. Das soll ich haben? Was kann ich dir geben? Willst du mich denn? Oh, na, da bin ich aber gespannt, wenn's bloß kein Sarg ist. Oh. Na? Sieht eher wie eine Wiege aus. Muscheln. Na, oder wie eine Badewanne. Ich finde, es ist ein Korb. Zeig doch mal her. Ja, das ist doch ganz klar. Das ist eine Krone. Ach, du machst aber einen Punkt. Na bitte, Herr Graf, da sind Sie doch sachverständig für. Ist das eine Krone oder nicht? Ja, sieh doch mal. Aber natürlich ist das eine Krone. Sogar eine Fürstenkrone. Wie also, sehr, meine Damen. Es lebe die Fürsten nicht. Kinder, mach ich nicht ganz verrückt. Gestatten, gnädigste Fürstin, durchlaucht. Danke, ja. Durch und durchlauchtigste Fürstin. Was bin ich denn dann?
wohl mindestens ein Baron. Ach, oh, Fürstin, nee. Prinz, Hoheit. Oh, oh, oh. Prinz, da bricht man sich an die Zunge. Ich hab dir immer gesagt, Prinz ist albern. Wegen mir ist ein Oskar hieße. Da und hier? Na eben, werden wir denn nicht auch geahnt? Graf Dörr von Dörrnfels, Dörrfleisch, Dörrgemüse. Antreten zur Française. Der Hofball beginnt. Eier durchlauf, ich bin durchlauf. Darf ich bitten? Mein Graf wird Kiss. Gestanden? Frankenstein, fränkische Linie. Würde mich glücklich schätzen, mit Comtesse Ernestine Sola aufs Parkett zu legen. Bedauere, lieber Graf, aber Comtesse haben bereits gewählt. Ha! Bitte! Sie hören von mir. Stehe zur Verfügung. Bitte! Durchlauf wird schweben in meinen Armen. Nur noch eine Dame, die Rebfliegen standet. Ich lasse mir herab. Guck doch eher die Riebe. Ach, und Frank hat keine Tänzerin. Baronin Fegeputz aus dem Hause Besenstiel. Oh! Konversation, meine Herrschaft. Ich verstehe. Beigeflüster. Wenn ich mich recht erinnere, gnädigste Comtesse, so bin ich Ihnen und der gnädigsten Gräfin Mutter im vorigen Sommer in der sächsischen Schweiz begegnet. In der Tat, gerade wir waren dort Bild. Ah. En avant, Galant. Mit dir richtig tanzen, vom alten Jahr ins neue, ohne aufzuhören. Du, wollen wir durchbrennen? Ja. Irgendwohin auf einen Silvesterbaum? Unser Eremit mit seiner Flamme, das ist ja kaum zu glauben. Meine Interpellation am Heiligen Abend hat scheinbar Erfolg gehabt. Der Dank des Hauses Haldern ist ja auch gewiss, treuster aller Freunde. Was quatscht ihr da für komisches Zeug? Ich freue mich immer, wenn ich Stine sehe, aber ich finde, sie passt gar nicht hier. Doch, holde Freundin, sie passt. Ausgezeichnet. Aber das verstehst du nicht. Siehst du, das ist ein Problem. Darüber kann man melancholisch werden. So. Nur eben guten Abend sagen. Anstand halten. Ein paar Minuten, dann drücken wir uns, ja? Soll ich die Kleine mal ein bisschen in die Schule nehmen? Meinem gescheiten Herrn Neffen traue ich jede Riesendummheit zu. Mondsüchtige muss man rechtzeitig wecken, sonst fallen sie vom Dach. Stine, Kind, mein blankes Häschen. Du, wenn ich dich sehe, fallen mir alle meine Sünden ein. Guten Abend, Papa. Na, also brillant siehst du aus. Hast du ein neues Kleid? Darf ich vorstellen? Herr von Rexin, Paulines freunde Schwester,
kurz Fräulein Stine genannt. Bitte Platz zu nehmen. Stine, wie apart. Der Name deutet auf ein eigenwilliges Temperament. Es liegt in dem ST. Stark, stolz, stumm. Aber nicht gefühllos, wie Stein. Sicher nicht. Freund Haldern sieht nicht aus, als sei er in der Beziehung zu bedauern. Und verantwortlich von Ihnen, lieber Haldern, dass Sie uns das gehe Fräulein bis jetzt entzogen haben. Es lebe die Liebe, die im Verborgenen. Oh. Wie lange ist das bei uns schon her, Pauline, was? Ach, was habt ihr nicht, was vorbei ist, ist vorbei. Prosit, junger Mann. Sie war mir von Anfang an sympathisch. Schade, dass Sie auch im Brach sind. Kann leider nichts dafür. Ich weiß. Und die Liebe fragt ja bekanntlich nicht, wo sie hinfällt. Das habe ich an mir auch erfahren müssen. Prost, Richard. Alte Scheuser. Die Gestatten halten, dass Sie das gehe fordern um den Tanz, bitte. Ja, bitte. Stimmung, mein Junge, Stimmung. Du hast dich so lange separiert. Ich freue mich, dass das Eis gebrochen ist. Der gesunde Mensch braucht das für sein stabiles Gleichgewicht. Wissen Sie eigentlich, was für ein bezauberndes Geschöpf Sie sind? Ich verstehe, Haldern, dass er es wie einen Schatz im Verborgenen hütet. Aber wird Ihnen das nicht zu langweilig auf die Dauer? Jung, temperamentvoll, wie Sie sind. Ich fühle mich sehr wohl allein. Oder wissen Sie noch gar nicht, was das Leben alles zu bieten hat? Glanz und Charme. Ich bin gar nicht das dumme Gänschen, für das Sie mich halten. Ich weiß sehr genau, was ich bin. Wirklich? Dann wissen Sie sicher auch, dass man einen Mann nicht mit Bescheidenheit fesselt. Wir lieben die Pferde nicht, die allzu fromm am Zügel gehen. Ein Vergleich zum Beispiel, der weder charmant noch geschmackvoll ist. Oh, witzig sind Sie auch. Ist Graf Haldern eigentlich Ihr erster Freund? Verzeihung, ich wollte nicht indiskret sein. Bitte, bitte laufen Sie mir doch nicht weg. Was sollen denn die anderen denken? Oder wollen Sie unsere Neffe, die beste Gesellschaft, mit Krach und Bums in die Luft sprengen? Bitte führen Sie mich sofort in die Loge zu. Das geehrte Publikum wird gebeten, das Parkett zu räumen. Fängt man Pech gern. Ich will aber. Seien Sie doch vernünftig, Sie sehen doch, es geht. Hallo! Maxine! Maxine! Stilo! Na komm doch auf zu uns! Von hier könnt ihr viel besser sehen. Kommen Sie, eine rettende Insel. Man drückt uns hier ja tot. Hat Schmido nicht genug Sekt spendiert? Nee, doch. Dazu aber auf dich gewartet. Aber so was. Schmido, schön euch. Können Sie sehen, Fräulein? Danke, gut. Glänzend Abend, was? Ja, sehr lustig. Hand, Hand, da ist Nago. Oh. Da, die letzte von links. Sie hat uns gesehen.
mal stille sitzen kann? Ich bin froh, dass ich sitze. Du, ach, das will nur eine Tänzerin sein. Ich bin doch zu meinem Vergnügen hier. Aber dass wir trocken sitzen, bemerkt keiner, oder? Oh, Verzeihung. Aber Sie wissen doch, Frau Wanda, ich teile Paulines Begeisterung fürs Ballett. Ja, ich meine die Kunst und er die Mädchen. Ist nicht zu trennen, gnädigste. Im Zauber dieser schwerelosen Mädchenkörper offenbart sich... Ist gut, Baron, ist gut, die Offenbarung kenne ich. Pauline weiß Bescheid. Mhm. Hermi, dein Glas. Erwin. Ein Glas, teurer Neffe. Ach so. Sie kommt ja wieder, deine Prinzessin. Kein böser Zauberer hat sie geraubt. Ich verstehe wirklich nicht, wo sie bleibt. Sei ganz außer Sorge, sie ist in bester Gesellschaft. Herr von Rezin, darf ich Sie jetzt bitten? Nur ein Glas zur endgültigen Versöhnung, ja? Na endlich, Kind! Hallo! Na du, Händchen, du bist ja schon versorgt. Ja, meine Süße. Du siehst, der Platz an meiner Seite ist immer noch begehrt. Bleiben Sie ruhig sitzen, Fräulein, ich gönne Ihnen. Er hat Sie wohl eben erst aufgegabelt, was? Er ist ein guter Kerl. Aber seien Sie sparsam, rate ich Ihnen. Wenn Sie ihm den kleinen Finger geben, will er gleich die ganze... Benimm. Hand, wollte ich sagen. Was dachtest denn du? Nein. Eine neue Eroberung und du machst mir schlecht. Wo wäre die denn? Wenn du willst, gebe ich es dir schriftlich. Er ist ein Kavalier, Fräulein. Wenn sie ihn gut behandelt, frisst ihn aus der Hand. Bloß an eins müssen sich gewöhnen. Er schnarcht. Martine, Stienchen! Lass doch! Es lohnt sich ja nicht. Was ist geschehen? Hat er dich beleidigt? Stine! Wacht einen Augenblick, ich komme gleich zurück. Nein, geh nicht. Ich bitte dich. Es war nichts. Wirklich nicht. Ich habe nur die Nerven verloren. Es tat mir so leid, dass ich nicht bei dir war. Als ich mit ihm tanzte, da fing doch das Ballett an und dann konnte ich nicht mehr durch. Ein paar Freunde von ihm haben uns in ihre Loge gerufen. Es war lustig. Wirklich sehr lustig. Und warum hast du dann die Nerven verloren? Ach, das waren Dummheiten. Sicher nicht böse gemeint. Er kann ja gar nicht wissen, wie wir zusammenstehen. Es ist wirklich nur meine Schuld. Ich bin das nicht gewöhnt, weißt du. Wirklich, wie eine dumme Gans habe ich mich benommen. Ist schon wieder gut. Wenn du wieder einmal mit ihm zusammenkommst, tu mir den Gefallen, sprich nicht davon. Erwähne gar nichts von der Geschichte. Versprichst du mir das? Ist gut, Stine. Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach nach Hause. Ja, wenn du willst. Geh nur schon immer zur Garderobe. Ich will uns nur schnell bei meinem Onkel und Pauline entschuldigen. Alter, na endlich! Wo haben Sie denn Ihre reizende kleine Freundin? Kommen Sie her, trinken Sie ein Glas Sekt mit uns. Danke. Haben Sie mit der Dame, die in meiner Begleitung war, in diesem Ton geredet, Herr von Rexin? Gibt der aber an. Was meinen Sie mit dieser Frage? Dass Sie sich wie ein boshafter Affe benehmen. Nehmen Sie das zurück. Ich denke nicht daran.
Sauwetter. Januar. Wo sich ordentlicher Schnee geehrt. Manchmal steht die ganze Welt auf dem Kopf. Ja, Mutter, hör, ich noch ein bisschen nach. Die Nässe macht alles klamm. Ja, allerlei Dreck mit in die Stube. Ja, eine Sauerei. Das Wasser läuft mal von oben in die Stiebel. Warten Sie, ich bringe Ihnen gleich was Heißes. Ja, kann nicht schaden. Ach, Frau Stine. Ja. Was ich sagen wollte, Frau Stine. Ich kam da gerade vorbei in der Mauerstraße und da dachte ich, weil Sie doch so lange nichts gehört haben, fragst du eben mal nach. Der Portier mit, im Nachbarhaus, mit dem zusammen habe ich nämlich gedient und... Also mal gleich vorneweg, es geht schon wieder besser mit dem Herrn Grafen. Ja, er war sehr krank. Und mein Freund, der Portier, der sagt, die Leute reden ja viel, aber irgendwas muss schon dran sein. Er soll da eine dumme Geschichte mit einem anderen Herrn gehabt haben. Und da haben sie sich wohl geschossen. Ist er verwundet? Ja. Da hat er wohl was abgekriegt bei. Wie gesagt, erst sah es ziemlich brenzlig aus, aber jetzt ist er schon über dem Berg, sagen die Nachbarn. Danke, danke. Musste das sein? Hat doch keinen Zweck, drum herum zu reden. Einmal erfährt es ja doch. Sehen Sie nur, rennt sie hin. Hätten Sie ihr bloß nichts gesagt. Lassen Sie mal, Frau Dörr. Ist ganz gut so. Da muss sie durch. Da hilft ihr kein Gott vor. Exzellenz, lassen bitten. Schöne Geschichten sind das, die ich da höre. Ein wahrhaft festlicher Beginn des neuen Jahres. Exzellenz, sehen mich aufs Tiefste betroffen. Bitte. Danke, Exzellenz. Ihre moralische Standpauke haben sich wohl selbst gehalten, Graf. Hauptsache, wie geht's unserem Ritter ohne Furcht und Tadel? Besser, Exzellenz, besser. Die Kugel wurde gestern entfernt. Wenn keine Sepsis eintritt, so dürfte eine akute Gefahr nicht mehr bestehen, glaubt der Arzt. Gott sei Dank. Ah, Fräulein von Selig. Setzen Sie sich. Jawohl, Exzellenz. Ich habe Sie warten lassen, Graf, weil ich mich erst mit Käthe ausgesprochen habe. Das Mädel hat eine vorbildliche Haltung. Die Eltern weniger. Was man verstehen kann, es ist keine reine Freude, wenn die Tochter zwei Bewerber hat, die sich wegen einer anderen duellieren. Sie haben ihr seinerzeit versprochen, die Sache in Ordnung zu bringen. Das ist Ihnen wirklich großartig gelungen. Exzellenz, ich bin fest davon überzeugt, dass dieser tief bedauerliche Vorfall seine heilsame Wirkung auf meinen Neffen nicht verfehlen wird. Ah, sieh mal an. Er muss sich erst krumm schießen lassen, um die Verfehlentin annehmbar zu finden, was? Aber so dürfen Exzellenz das doch nicht auffassen. Aber die Welt fasst es so auf und mit Recht. Verschiedene Dinge, Exzellenz. Aber eine Ehre hat der Kavalier, für die er sich schlägt. Oder nicht? Gewiss, Exzellenz. Ich möchte Ihnen meinen Standpunkt in der Sache kurz und klar sagen, Graf. Aus Erwins Handlungsweise diesem Mädchen gegenüber spricht ein tiefes Gefühl für Anstand und Sauberkeit. Und darum sage ich ja dazu. Obwohl es meinen Stolz verletzt. Ich möchte als Frau in ähnlicher Lage genauso offen und rücksichtslos verteidigt werden.
Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich glücklich wäre, Erwins Frau zu werden. Die alten Verabredungen zwischen unseren Familien hatten für mich immer etwas Selbstverständliches. Und ich glaube auch heute noch, dass sie über alles Episodische hinweg in der großen Linie das Richtige treffen. Sowohl für Erwin wie für mich. Ob er das auch fühlt und bereit ist, danach zu handeln, muss er ganz allein entscheiden. Ich halte mich nach wie vor daran gebunden. Adel. Und mehr als das, Charakter. Oder glauben Sie, es ist dir leicht geworden, das zu sagen? Aber liebe Exzellenz... Schon gut, schon gut. Wenn unser Patient wieder vernehmungsfähig ist, dann bitte ich um ein letztes, aber diesmal endgültiges, ja oder nein. Und wie war die Nacht? Die Nacht war etwas unruhig, aber seit einer Stunde schläft er ganz fest. Ist irgendjemand da? Nur der Herr Baron. Und die Pflegerin? Hat sich für 2 Stunden beurlaubt. Der Herr Baron hat es übernommen, so lange hier zu bleiben. Den Korb packen Sie bitte gleich aus. Ich nehme ihn wieder mit. Es ist etwas Gutes für heute Abend drin und Eingemachtes für die Nacht. Jawohl, gnädiges Fräulein. Nicht wahr, Franz, ich kann mich auf Sie verlassen. Graf Erwin erfährt nie etwas von meinen Besuchen hier. Auch dann nicht, wenn er wieder gesund ist. Gnädiges Fräulein, können wirklich beruhigt sein. Und wenn er fragt, woher die Sachen sind, meine Mutter hat sie geschickt. Jawohl. Wenn Sie etwas vorhaben, Baron, ich kann Sie ablösen, bis die Pflegerin zurückkommt. Nicht nötig, gnädigste. Ich habe Zeit, wie immer. Ist seine Mutter eigentlich verständigt worden? Noch nicht. Haldern möchte es am liebsten überhaupt vermeiden. Besonders jetzt, da der Arzt so entschieden Hoffnung gibt. Eine große Verantwortung, die ihr Männer da auf euch nehmt. Ach bitte, ich möchte gern Graf Haldern sprechen. Bedauere, der Herr Graf ist krank. Geht's denn wirklich nicht? Auch wenn es nur eine Minute wäre. Bedauere, es ist leider ganz unmöglich. Bitte, wollen Sie mir nicht sagen, wie es ihm geht? Den Umständen entsprechend geht es dem Herrn Grafen gut. Ja, aber wer... Ich meine... Danke. Beschämend. Dabei hat sie das größte Recht von uns allen, hier zu sein. Nein, so geht das einfach nicht. Bitte steigen Sie ein. Ich bin eine Bekannte von Graf Erwin Haldern. Bitte, ich möchte ein paar Worte mit Ihnen sprechen. Es gibt Dinge, die sehr einfach sind und doch kann man sie schwer erklären. Ich konnte sie nicht weggehen sehen, von diesem Diener abgespeist, wie eine Fremde. Ich weiß doch, dass Erwin sie liebt. Hat er Ihnen das gesagt? Nein, aber ich weiß es, so wie viele Leute es wissen. Das darf sie nicht erschrecken. Wenn man sich die Freiheit nimmt, glücklich zu sein, muss man auch bereit sein, dafür einzustehen. Davor fürchte ich mich nicht.
Es hat doch kein Mensch etwa das Recht, sie zu tadeln. Es sind doch gar nicht die Menschen. Es ist die nun einmal vorhandene Ordnung der Dinge selbst, die sich dagegen wehrt, dass sie übersehen und beiseite geschoben wird. Gehören Sie auch zu denen, die sich beiseite geschoben fühlen? Ich spiele nicht die geringste Rolle dabei. Also fragen Sie bitte nicht. Ach so. Entschuldigen Sie, wenn ich... Ach, Sie können ja nichts dafür. Ich ärgere mich über mich selbst. Immer bin ich vernünftig und sehe alles ein. Dabei sollte ich Sie hassen, Ihnen alles Böse wünschen. Das wäre viel natürlicher. Es ist schon wieder gut. Bitte vergessen Sie es ganz schnell. Wir wollen nicht mehr davon sprechen. Kommen Sie, setzen Sie sich wieder. Ich wollte Ihnen eigentlich etwas ganz anderes sagen. Die Gefahr ist ja jetzt vorüber. Nehmen Sie die Geschichte mit dem Duell nicht allzu ernst. Es ist nun mal nicht anders. Alle Männer lieben das Spiel und die Gefahr, oft beides in einem. Wie die Jungs, die immer aufs Eis müssen, wenn der See erst halb zugefroren ist. Wie weit es trägt, das wollen sie durchaus erfahren. Es mögen noch so viel Prügel bekommen, sie tun es immer wieder. Und es sind nicht die Schlechtesten, die ihr Spiel bis an den Rand des Abgrunds treiben. Wir Frauen, wir müssen es dann immer wieder in Ordnung bringen und die Ordnung halten. Mal mit List, mal mit Zorn, immer mit Liebe. Hier habe ich ein paar heiße Ziegelsteine. Die legen Sie ins Bett. Man kann sich ja einen Tod holen bei solchem Wetter. Das ist das Richtige, Frau Dörr. Und wenn Sie kommen, dann machen wir Ihren heißen Glühwein oder einen steifen Grog. Stinekind! Mein Liebes, mein Armes, musstest du denn gleich losrennen bei diesem Regenwetter? So eine Unvernunft. Du aber gleich ins Bett. Ich bin aber gar nicht müde. Nein, ich weiß. Du bist munter wie ein Fisch im Wasser. Dabei war ich doch schon unterwegs zu dir. Was du jetzt weißt, das hättest du von mir auch erfahren. Lassmann, war schon sehr gut, dass ich dort war. Haben wir dich denn überhaupt zu ihm gelassen? Das nicht. Na also. Na bitte, was ist nun jetzt schon groß los? In 14 Tagen bis 3 Wochen ist er wieder auf dem Posten. So eine kleine Knallerei, das kommt bei den Herren alle Tage vor. Nun schlaf dich erst mal aus. Schön? So ein warmes Bett ist wie in Mutters Schoß. Hm? So lieb von dir, Pauline, dass du gekommen bist. Hat sein Onkel dir etwas gesagt? Nein, auch nichts weiter. Sieh mal, da ist ja auch nichts weiter zu erzählen, ne? Ist er eben da, der Kladderadatsch. Komm, musst er ja mal. So oder so. Es war so schön alles. Warum durfte es nicht so bleiben? Warum? Wenn zwei sich lieben, dann glauben sie immer, sie sind allein auf der Welt. Ist aber weit gefehlt. Du lieber Gott, weißt du, so eine richtige Liebschaft, das ist noch nicht mal das Schlimmste. Heute ist er noch, morgen ist er schon nicht mehr. Dann geht er dahin und sie geht dahin. Und nach 3 Tagen singen alle beide. Geh du nur hin, ich hab meinen Teil. An so einer Liebschaft stirbt keiner. Du aber hier. Wenn du's hier rankommen lässt, dann wird's eklig. Tja, er ist nun mal ein Graf und gehört in eine andere Welt. Und er kann da nicht raus und du kannst da nicht rein. Da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Die Liebe ist ja bekanntlich blind und sieht eine ganze Weile nicht, was wirklich gespielt wird. Aber eines Tages, na, das hast du ja jetzt erlebt. Da ist er eben da, die andere Welt. Und wenn er dann noch eigensinnig ist und will mit dem Kopf durch die Wand, dann ist es nämlich noch schlimmer. Meistens bricht der Kopf und nicht die Wand. Darum sage ich dir eins, mein Kind, solange noch Zeit ist, von einer unglücklichen Liebe kannst du dich wieder erholen. Von einem unglücklichen Leben nicht. Na, Franz, wie geht's? Der Herr Graf ist nicht zu Hause. Was? Wieso? Darf er denn schon ausgehen? Der Arzt hat eine kurze Ausfahrt für heute gestattet. Wo ist er denn hingefahren? Der Herr Graf hat nichts gesagt. Ich nehme an, dass er längstens in einer halben Stunde zurück ist. Na, also warten wir. Na, ich hoffe doch, dass er den ersten Besuch bei den Sellentins macht. Oder nicht? Du sagst ja nichts.
Ich rede nur, wenn es Zweck hat. Und du bist ein unverbesserlicher Optimist. Naja, aber das hier hat ihn doch Käthe geschickt. Du sagst doch alles. Aber den Ehrenplatz hat immer noch das Blümlein namenlos. Denkst du noch an den Weihnachtsabend, Stine? Es ist erst ein paar Wochen her. Mir kommt's vor, als wären es ebenso viele Jahre. Mir auch. Und das ist ein Zeichen, dass sich vieles geändert hat. Auch zwischen uns? Mhm. Auch zwischen uns. Die Liebe, wenn sie echt ist, wächst ja wie alles Lebendige. Da gibt es kein Zurück und keine Wiederholung. Sie fordert ihren Platz wie jeder Baum, wenn er groß wird. Entweder lässt ihn der Gärtner absterben, oder er gibt ihm sein Recht. Und darum, liebe Stine, ich habe in den langen Wochen Zeit gehabt, mir das alles sehr genau zu überlegen. Und das, was ich dir jetzt sagen will, ist nicht aus dem Rausch meiner Verliebtheit gesprochen, sondern mein fester, mit allen Folgen durchdachter Entschluss. Ich bitte dich, meine Frau zu werden. Das bin ich doch schon, Erwin. Vor unserem Gewissen ja, aber nicht vor der Welt. Wir haben in einem schönen Traum gelebt bis jetzt. Das duldet die Welt nicht länger. Das ist mir klar geworden. Und so, wie wir beide nun mal geschaffen sind, darf es keine Halbheit mehr geben. Du meinst es sehr gut mit mir, Erwin. Warum hast du das getan? Stine. Ich wusste ja, dass es nicht ewig dauern kann. Aber ich hoffte noch morgen und übermorgen. Vielleicht noch manchen Tag. Aber Stine, ich wollte doch gerade... Lass nur das. Ich bin schon vernünftig. Wir müssen ganz ruhig bleiben. Du willst mich heiraten, weil du mich liebst. Nicht einen Augenblick zweifle ich an deiner Ehrlichkeit. Und trotzdem, Erwin, so bitter es für uns beide ist, ich kann es nicht. Ich kann nicht deine Frau werden. Warum nicht? Hast du Angst vor der Zukunft? Natürlich wird meine Familie die Heirat nicht billigen. Aber ich hoffe, sie wird sie stillschweigend dulden. Siehst du, Erwin, du musst mit deiner Familie brechen, um aus mir eine Gräfin Haldern zu machen. Aber nein, Stine Haldern sollst du werden und bleiben, was du bist. Ich will mit dir ein einfaches und sauberes Leben führen, weiter nichts. Ach, Erwin, das sind ja Träumereien. Ein Jahr oder zwei mag das gehen, aber länger nicht. Es ist etwas anderes, sich ein armes, einfaches Leben vorzustellen, als es zu führen. Ich habe genügend gelernt, um uns beide durchzubringen, hier oder anderswo. Wenn's bloß das wäre. Ich ginge mit dir bis ans Ende der Welt. Stine. Liebst du mich nicht mehr? Erwin. Aber ich habe inzwischen erfahren, so manches, was ich nicht wusste. So nicht wusste. Was? Ich habe mit ihr gesprochen, mit der anderen. Mit Käthe Seldentin? Ja, es war ganz zufällig. Sie hat auch nicht etwa das Geringste gesagt gegen dich oder mich. Was du erfahren hast, will ich wissen. Erwin, wir haben nie an die Zukunft gedacht. Du nicht, ich auch nicht. Aber ich bin allein und habe nach niemandem zu fragen. Doch du bist nicht allein. Du hast deine Verpflichtungen und du hast einen vorbestimmten Platz in deiner Welt mit den schönsten Aufgaben, die es für einen Mann geben kann. Jetzt ist dir das vielleicht nicht so wichtig. Aber wird das immer so sein? Auch später, wenn du älter wirst und den Platz brauchst, um dich zu regen. Ja, ja, Stine, und wenn du 100-mal recht hast, wir lieben uns. Und das muss uns die Kraft geben, über alles andere hinwegzukommen. Ja. Das ist leicht zu sagen, Erwin. Für alles, was dann fehlt, soll das Herz aufkommen. Das kann es nicht. Nein, 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 ich will nicht die Kette sein, an der du dein Leben lang herumschleppst. Herrgott, Stine! Ich bin über die Standesvorurteile hinaus und du baust sie wieder auf.
Du hast einen Hochmut wie deine Schwester. Das reicht für drei gräfliche Familien. Ist es Hochmut, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es weh tut? Einmal ganz ehrlich, Erwin. Wir haben uns lieb gehabt und die ganze Welt vergessen. Nun machst du mir einen Heiratsantrag. Im Grunde, weil es gar nicht mehr anders geht. Du hast es ja eben selbst gesagt. Die Welt, deine Welt, die zwingt dir jetzt die Entscheidung auf. Sie ist eben da und wird immer da bleiben. Wird unser Leben elend machen. Auch wenn du glaubst, dass du sie überwunden hast. Und darum, ich war glücklich mit dir, wie niemals in meinem Leben. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich deine Frau werden will, nein, ich will es nicht. Du lässt mir keinen Schatten einer Hoffnung. Nein. Du Lieber, Liebste, wir wollen auseinandergehen, so gut und einfach, wie wir uns einmal fanden. Du hast mir kein Unrecht getan, hast mir nichts versprochen. Ich habe dich lieb gehabt von ganzem Herzen. Wenn das eine Schuld ist, dann ist das meine Schuld. Aber eine, deren ich mich freue. Denn sie hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und wenn ich jetzt dafür zahlen muss, soll ich mich grämen? Glaube mir, es rückt sich alles zurecht. Und bei dir soll es auch so sein. Wenn ich dir eins wünsche, Erwin, nicht zurücksehen. Weiter. Weiter, ja? Du hast einmal gesagt, ein Abschied muss kurz sein wie eine Liebeserklärung. Bitte. Geh jetzt. Leb wohl. Nee, Hausfeld, nee. Ich lasse nicht mehr mit mir reden. Du bist ein alter Diplomat. Immer mit Sammelpfötchen. Aber das hat seine Grenzen. Einmal kommt der Punkt. Da gehören die Fäuste auf den Tisch. Auf Biegen oder Brechen. Vergiss nicht, dass Erwin eben erst sozusagen von den Toten auferstanden ist. Ach was? Wenn er stundenlange Ausfahrten verträgt, dann kann ihm ein offenes Wort auch nichts schaden. Besonders, weil seine ganze Existenz auf dem Spiele steht. Ich sehe keine Rettung mehr für Birkenwalde, wenn er sich die sellentinsche Chance endgültig verscherzt. Guten Tag, Erwin. Ja. Ich freue mich, dass du wieder auf dem Posten bist. Bitte bleiben Sie sitzen, Bau. Ich bin ja Gott sei Dank kein so ganzer Köppel mehr. Na, ist denn der erste Ausflug ins Freie gut bekommen? Sehr gut. Ausgezeichnet. Darf ich fragen, wo du rumgegondelt bist? Ich war bei Stine. Mhm. Naja. Es ist ja wirklich rührend von dir, dieser kleinen Dame, wie du dich beinahe hast ins Jenseits befördern lassen, deinen ersten Besuch zu widmen. Aber war das wirklich nötig? Ja. Ich habe nämlich diese kleine Dame, wie du sie zu nennen beliebst, gebeten, meine Frau zu werden. Ja, sag mal, bist du verrückt? So wie mir bekannt ist, nicht. Aber Verrückte wissen das ja wohl selbst nicht so genau. Entschuldige. Ich bin nicht gerade zu Späßen aufgeregt. Aber wenn du durchaus einen Scherz mit mir treiben willst, dann... Du irrst! Es ist mein voller Ernst. Ich habe Fräulein Stine, der Schwester deiner Freundin Pauline, einen Heiratsantrag gemacht. Lach nicht! Ich verbitte mir das! Wenn ich mich für die Ehre einer Dame geschlagen habe, so genügt das hoffentlich, sie auch in deinen Augen zu legitimieren. Im Übrigen kannst du unbesorgt sein. Sie hat meinen Antrag abgelehnt. Ich nehme an, ihr seid gekommen, mir eine lange Predigt zu halten. Ihr könnt sie euch sparen. Ich kenne sie Wort für Wort auswendig. Wie so vieles im Leben erledigt sich auch das von selbst. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann lasst mich bitte jetzt allein.
Ich bin sehr müde. Ja, mein lieber Junge, dann... Ja, dann also... Ja, also... Was ich noch sagen wollte, lieber Erwin, man wird leichter fertig mit schweren Dingen, wenn man sie ausspricht. Es genügt schon, wenn man sie dem Sperling in der Dachrinne sagt oder dem eigenen Schatten an der Wand. Besser ist natürlich ein guter Freund. Ich will nicht behaupten, dass ich sehr gescheit bin. Ich will mir auch nicht anmaßen, Ihnen raten zu können. Aber eines kann ich, zuhören. Danke, lieber Baron. Ich werde daran denken. Schicken Sie mir doch bitte den Franz, ja? Der Herr Graf befehlen? Packen Sie die Koffer, Franz. Wir fahren nach Hause. Jawohl, Herr Graf. Die letzte. 30 Stück für heute. Ach, so ist schon voll. Wir gehen auch nicht rein in meinen Pad. Na, Stineken, siehste, du gehst dir die natürlichen Blumen schon so schnell von der Hand wie früher die Künste hier. Danke, hat recht behalten. Das macht mir Freude. Und ist sie Sünder? Papa Dörr. Na? Sie wollten mir doch mal das Allerheiligste zeigen, wo das Schiff die neuen Sorten züchtet. Heute ist die Gelegenheit, heute überrascht uns bestimmt nicht. Aber Kind, du führst mich in Versuchung. Das ist doch eine Marotte von ihm. Da ist er kitzlig drin. Och, bitte, damit ich nicht ganz dumm dastehe, wenn er mir's erklärt. Aber wenn er uns doch erwischt. Aber ausgeschlossen, vor morgen Abend ist er nicht zurück. Na, dann komm. Du, aber... Wie viele Fuhren sind noch draußen, Schulze? Drei, Herr Graf, aber wir schaffen es noch, ehe das Wetter hochkommt. Na, großartig. Herr Graf, werden bereits erwartet. Na nur, von wem denn? Ach, Herr Franke. Jawohl, Herr Graf, wenn Sie gestatten. Das ist aber eine Überraschung. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Was führt Sie zu mir? Ja. Ich komme Stines wegen. Ah. Hat Stine Sie geschickt? Herr Graf, Sie weiß natürlich, dass ich hergefahren bin. Es ist nicht meine Art, Geheimnisse zu haben. Wir haben uns über alles genau ausgesprochen, denn... Wir wollen bald heiraten. Ja, Stine arbeitet nämlich jetzt bei mir in der Gärtnerei und wir sind uns einig soweit. Das freut mich, Franke. Es freut mich für Sie und für Stine. Wirklich, Herr Graf. Sie müssen mich nicht falsch verstehen. Stine hat nämlich so gut von Ihnen gesprochen, dass ich es doch ein bisschen mit der Angst bekam. Mit der Angst? Warum denn? Ja. Weil das zwischen Ihnen beiden doch ganz anders war, als ich dachte. Viel ernster. Und da frage ich mich nun, ob es auch wirklich ein Ende hat. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Was war, das hat Ihnen Stine ja erzählt. Und was ist, tja. Ich denke oft an Sie und... Darauf kommt es nicht an. Ich meine, ob Sie es auch überwunden haben, so wie ich glaube, dass Stine drüber weg ist. Ja, Franke. Ich bin es auch. Es muss ja nicht immer die große Liebe sein, bei der ein Mensch das Seinige findet. Was zurückliegt, liegt zurück.
Wenn Sie es vergessen können, Franke, dann haben Sie eine gute Wahl getroffen. Stine hat das Herz auf dem rechten Fleck und ein starkes Gefühl für die Ordnung der Dinge. Das weiß ich, Herr Graf. Ich weiß es bestimmt. Na, dann hätte ich Ihnen bloß noch was abzugeben. Stine meint, es schickt sich, dass es nun wieder in Ihre Hände kommt. Weil es besser einmal einer anderen gehört, die ein größeres Recht darauf hat. Tja, wir müssen alle weiter. Das hat mir Stine wohl noch einmal sagen wollen. Also, grüßen Sie Stine und die Alten bei Ihnen. Und grüßen Sie auch Pauline, wenn Sie sie einmal sehen sollten. Ja, bei Pauline hat sich auch vieles geändert. Ach, ist sie noch krank? Na, krank ist sie wohl noch. Aber trotzdem hat sie sich anders besonnen. Ich habe nichts mehr zu verlieren als mich selbst. Das kommt vor. Warum soll ich es bereuen, dass mein Herz das Leben liebt, dass es mir mit jedem neuen Augenblick die Chance gibt? Jede Stunde, die verträumt, gibt der Tag nicht mehr zurück. Was du heute hast versäumt, das war vielleicht dein letztes Glück. Das kann mir nicht mehr passieren, denn ich lieb die bunte Welt und hab nichts mehr zu verlieren, wenn der große Vorhang fällt. Woran denkst du? An nichts. Du darfst es mir ruhig sagen. Alles Erlebte bereichert das Leben. Und ich möchte nicht nur deine Frau werden, auch dein Freund. Kommen Sie, lieber Graf, setzen Sie sich zu uns. Ach, ich bin ein schlechter Gesellschafter geworden, meine Gnädigste. Wir haben volles Verständnis für Ihre Melancholie. Aber wollen Sie Pauline nicht die Blumen bringen? Nee, nee, lieber nicht. Darf ich es tun? Aber bitte. Herein. Oh, Herr Graf, welche Ehre. Darf ich Sie herzlich beglückwünschen, Pauline? Dankeschön, ich kann es brauchen. Ja, danke, sehr fabelhaft. Ich bewundere Ihren Mut, noch mal ganz von vorne anzufangen. Mut? Ach, du liebe Güte. Der Arzt gibt mir noch 3 Jahre, wenn ich mich schone. Mir lang 2 Jahre, aber die nach meinem Gusto. Aber, daran dürfen Sie doch gar nicht denken. Warum nicht? Immer ehrlich. Nur keine Flausen. Für wen soll ich mich denn aufsparen? Kinder habe ich keine. Stine ist mir auch versorgt. Bleibt der Rest von Talent, das ich mal hatte. Ein paar Fugen, aber tieferen Zünden. Das tun Sie auch. Sie haben einen tollen Erfolg. Wirklich? Wissen Sie, wenn die Leute klatschen, dann sehe ich es brennen und dann denke ich immer noch ein Scheitholz ins Feuer und noch eins. Eins habe ich mir fest vorgenommen. Keiner soll merken, wenn das Letzte drankommt. Stine! Wenn der Inspizient nach mir fragt, ich bin nebenan. Lieb von dir, dass du sie mal besucht hast. Ich sorge jetzt ein bisschen für sie. Bringe manchmal Essen und so. Wie geht es dir, Stine? Gut. Sehr gut. Und dir? Auch gut. Du heiratest nun auch bald? Ja, in 4 Wochen. Bist du zufrieden, Stine? Zufriedener, als wir es wohl jemals geworden wären. Ja. Es ist gut, dass wir beide das wissen. Für immer, Stine? Ja, Erwin, für immer.